Hey ho und hier ist wieder euer Vorbootler, heute mal vom Server. Der Zombie ist so doof, der sieht mich nicht, ist klar, ich bin wieder im Unsichtbarkeitsmodus, wie ich ihn immer so gerne nenne, ne? Und habe ja viel von euch jetzt inzwischen gehört, von wegen, ach, kannst du nicht mal irgendwie was zeigen, was andere gebaut haben auf dem Server, nicht immer nur so da irgendwas bauen und so, wir wollen auch mal sehen, was andere so gemacht haben. Ist ja gerade interessant für Leute, die auch gar nicht so oft gerne auf Servern spielen, dass sie auch mal sehen, was verschiedene Leute so sich so dahinstellen. Ja, und ich würde mal sagen, beim letzten Mal sind wir so ein bisschen gemütlich durch Memphis City geschlendert, waren auch kurz mal so in Neuwiesenfels oder im Wiesenfelser Vorland. Jetzt haben wir uns mal hier in so eine Höhle reinbegeben und die Höhle ist natürlich erstmal, sieht jede Höhle aus, es gleicht sich doch wie ein Ei dem anderen, doch diese ist etwas Besonderes hier, denn diese gehört Bartimäus, ja. Und Bartimäus ist wahrscheinlich ein eher kleinwüchsiger Mann, und mit unglaublich dicken Schenkeln und Oberarmen, ja, dass sich wirklich selbst Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich ehrfurchtsmäßig so in den Sand schmeißen würde vor Bartimäus, ja. Also ein, der kann zupacken, der hat Hände wirklich wie Bratpfannen und trägt auch einen wirklich lustigen, dicken, fetten Rauschebart mit einer Knollennase in der Mitte. Also kurz gesagt, Bartimäus halte ich für einen Zwerg. Ja, also einen richtigen Zwerg. Und ihr seht schon, also das ist hier eigentlich nur ein bisschen Höhle. Ich werde mal versuchen, hier mal so ein bisschen runterzukommen. Bartimäus leitet ja eigentlich schon von, ich glaube, es war Tag 1 oder 2, also ich meine sogar Tag 1, dass Bartimäus, das mache ich mal eben aus, da ist mal wieder einer nicht klargekommen. Den lassen wir jetzt einfach mal verrecken. Nein, Bartimäus war, glaube ich, bei Tag 1 schon auf unserem Server und hat sich vorgestellt, machte einen guten Eindruck bei uns und leitet inzwischen hier ein Großprojekt, nämlich die Minen von Moria zu bauen. Oder meine Güte, irgendeine Zwergenmine halt, eine Zwergenstadt, sagen wir eigentlich immer dazu. Ich mache jetzt mal was ich jetzt hier mal kann, ne, weil ich einen Gottmodus eingeschaltet habe. Wir springen hier mal runter und seht ihr einfach mal, das ist hier schon eine riesige Halle. Na, hier wird also schwer gearbeitet, die wird also noch ausgebaut, da hinten um die Ecken rum. Und hast du nicht gesehen, dort hinten steht, glaube ich, sogar noch jemand, das ist aber nicht Bartimäus. Den lassen wir auch mal schlafen, den habe ich schon beobachtet. Der ist, glaube ich, gerade inaktiv, da wollen wir uns jetzt auch gar nicht ranschleichen. Da ist noch ein Zombie, den lassen wir jetzt auch einfach mal gewähren. Wir suchen uns eher mal noch hier so den Ausgang vielleicht, ja. Also, warte mal, da müsste eigentlich doch eher mittig. Da sind die Treppen, ja, da sind doch die Treppen. Also, hier entsteht also eine riesige Zwergenstadt. Und wenn ich sage riesig, dann meine ich auch riesig. Wir gehen mal einfach noch ein Stück weiter runter, bevor wir nochmal oben reingucken. So. So, und dann sind wir jetzt unten angekommen und dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja. So, und das hat Bartimäus, ich sag jetzt mal wirklich zu 90% alleine aufgekloppt. Ne? Wir haben einige Versuche gemacht bei diesem Projekt. Bartimäus suchte öfters mal Helfer, die ihn mal mit anfassen. Hat er auch immer gefunden, aber doch auch sehr häufig mal nicht, ne? Weil es sehr viel Arbeit war. Ich habe hier auch mal irgendwie mich so fast 2 Tage mal zurückgezogen, um hier mal wild Steine abzukloppen. Das ist auch toll, um sich abzureagieren. Und aber ja, also die Ehre gebührt dem Bartimäus, das ist schon mal ganz klar. Was gibt's denn hier noch weiter? Nein, wir sind jetzt, das geht nicht weiter runter, wir sind jetzt schon auf Bedrock-Höhe. Ist natürlich irre, hier findet man oft Slimes und wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich, ne, und alle möglichen anderen Monster. Hier sehen wir auch schon, da baut er eine große Treppenkonstruktion, hat er schon angefangen. Und da hinten, was sehe ich denn da? Das ist neu, das habe ich jetzt noch gar nicht entdeckt. Ah ja, völlig klar, der baute eine riesige Plantage mit Sumpfkraut, ne? Und das ist mir ja einer, ne? Also,
Ja, also ich schätze mal, ja, wunderschön, riesengroß. Das wird aber jetzt den Sumpfkrautpreis wieder richtig schön in den Keller ziehen. Ich glaube, wir müssen mal eine Kurskorrektur machen. Man wird reich, ne? Wenn man so fleißig ist, sag ich mal, ne? Wird man reich. Das ist einfach die. Viele neue Leute, die kommen auch, oh, wie komme ich richtig da hin? Und dann habe ich alles gar nicht. Und ja, ihr müsst dann farmen. Ne? Schön, fangt ihr mit Bäumen an auf eurem Grundstück, wie man halt Minecraft spielt. Und die Bäume könnt ihr natürlich verkaufen. Und ihr könnt dann euren Schnitt schon machen, wenn ihr fleißig seid und, ne? Und ein bisschen Geduld habt. Ne? Das kann man alles ohne irgendwelche Tricks schön machen. Gut, jetzt habt ihr diese riesige Halle gesehen. Schade jetzt gerade mal, dass Bartimius jetzt nicht da ist. Ich könnte euch den auch mal zeigen kurz, aber irgendwie, nee, er ist gerade nicht online. War jetzt auch ein bisschen spontan, dass ich jetzt hier mal wieder das Video angeschmissen habe. Nächstes Mal könnte ich ihm ja Bescheid sagen. Aber ich komme bestimmt auch sowieso. Es ist, ihr seht ja, es ist ja alles noch im Bau. Ne, ich werde natürlich hier nochmal hinkommen, auf jeden Fall. Ne. So, hier gibt es halt die Moria-Halle. Ist das Einstieg so Mammutprojekt? Ne, ist es klar für die Leute, die jetzt hier als Helfer mal ankommen, die suchen das. Na, Bartimäus kann ja nicht immer von seinem Arbeitspunkt da hinten bis zum Eingang hochrennen und die Leute abholen. Ne? Ist natürlich auch so, wir hatten oft schon auch Einbrecher hier, Leute, die sich das dann zunutze machen, dass hier Helfer ihre Kisten hinstellen. Und die gehen dann da ran. Oder sie zerstören sogar. Das hatten wir sogar auch schon. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist immer schwer zu glauben. Seht euch das mal an, wie ihr schön hier die Wände moduliert hat. Ja, ich lasse das mal auch auf euch wirken. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, ja, gibt es Leute, die, ja, die rennen hier rein und die machen auch was kaputt. Ne? Ist natürlich so. Ich weiß gerade nicht, wie ich jetzt im Moment ist, aber es war natürlich auch schon oft so freigeschaltet, dass hier halt eben viele Helfer auch mitmachen können. Und ja, wie gesagt, manche kommen dann und zerstören einfach irgendwas. Deswegen greifen wir inzwischen auch hart durch. Man kommt hier ohne Erlaubnis, darf man auch diesen Bereich hier nicht mehr betreten. Ja. Stark, ne? Also hier da auch diese Wände, das ist, also so kann man auch mal Höhlen umgestalten. Die sehen ja geradezu wohnzimmerartig aus, ja. Ja, ich würde da mal sagen, ich renne auch jetzt mal Richtung Ausgang. Imposant. Wirklich imposant. Ich weiß gar nicht, was hat er denn hier noch eigentlich? Was steht denn auf den Schildern? Gasthaus zum betrunkenen Zwergen. Jo, da sind wir doch richtig. Ja, sie wird doch richtig. Ja, auch die Tassen. Ich weiß gar nicht, wie Zwerge sprechen. Wie sprechen Zwerge denn? So, sprechen die sprechen eher tief so. Nur. Ich bin der Zwerg. Ja. Ja. Bartimäus. So, irgendwie, ne? Gib mir noch ein Met. Oh, guck mal, Fässer. Da sind wir. Ach, guck mal hier, was gibt's denn hier? Betsy, Weißbier. 10.000 Liter Fässer hat er hier. Ach, zwei Stück davon. Ja, das reicht uns erstmal für heute Abend. Ja, das reicht uns erstmal für heute Abend. Auf jeden Fall. Eine Bücherei sogar, ja, Zwerge, ja, gut. Zwerge sind ja, jetzt sind die, ja, sind jetzt nicht so bekannt als absolute Bücherwürmer. Das sind eher so Erdwürmer, ne, und Gestein- und Geröllwürmer, ne. Aber gut. Noch mehr, auch noch mehr von dem Sumpfkraut. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Aber herrlich, ich laufe hier unheimlich gern durch. Das ist schön. Auch viel dieses, ja, ja, versteckt jetzt nicht gerade, aber so ein bisschen indirekt das Licht, alles sehr schön, herrlich. Pilz von Familie bei Zucht. Was? Moment. Willkommen bei der Pilzzucht von Familie Name gesucht. Okay. Da brauchen wir also nochmal einen Namen, ne? Ah, ja, herrlich. Ne? Ja, Pilze sind inzwischen auch sehr beliebt als Zuchtform, also. Das ist, ja, man kann da ja Suppe draus machen, ist gar nicht so schlecht, ist ziemlich nahrhaft, ne? Demnächst wird das ja natürlich in Beta 1.8 wird das ja völlig umgeändert, ne? Also das, da müsst ihr euch mal, da müssen wir uns auch hier auf dem Server was einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, wie das dann geht. Also wir kriegen ja wahrscheinlich diesen Hungerbalken, ne, wo wir dann regelmäßig was essen müssen. Finde ich jetzt irgendwie gar nicht so toll. Ich stehe überhaupt nicht auf, ich stehe ja, ihr wisst, eher so auf Technikgedön, also hier so Nahrung oder interessiert mich überhaupt nicht, ne? Aber gut, wer weiß, was die sich da im kühlen Schwedenlande so alles einfallen lassen.
Gibt jedenfalls demnächst alle möglichen neue Nahrung. Man wird dann auch Kühe braten können und Hähnchen und sowas und was weiß ich, was da noch alles kommt und verschiedene Nährwerte dann natürlich und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir uns dann auch mal Gedanken machen, wie wir das dann hier alles machen. Vielleicht, andererseits, vielleicht kann man da auch mal so eine Art, so einen Markt, so richtig schön, so mit Gemüsehandel, keine Ahnung. Mal sehen, ne? Ich will da auch gar nicht jetzt, mich jetzt zu viel mit beschäftigen, dann freue ich mich da auf irgendwas, was dann doch wieder nicht so richtig wird. So, jetzt haben wir hier eigentlich den Eingangsbereich. Seht ihr schon, da hat auch ein Bett. Betten ist natürlich klar, die funktionieren auf dem Server natürlich gar nicht. Das ist reine Dekoration, ne? Das müsst ihr euch von der Logik her vorstellen. Manche kommen halt und sagen, hey, warum geht das nicht, wenn ich mich ins Bett lege? Ist klar, weil hier ja die Serverzeit gilt und nicht der einzelne Spieler seine eigene Zeit hat, sondern alle Spieler haben ja ein und dieselbe Zeit, die ja vom Server gemacht wird und es funktioniert nur, obwohl das habe ich noch nie erlebt. Wir haben es gab so einige Versuche, aber es funktioniert nur, wenn sich alle Spieler gleichzeitig ins Bett legen und schlafen in der Nacht. Ja, aber wie gesagt, es wurde schon häufiger mal versucht, als was weiß ich, nur so 10 Leute da waren oder so. Es hat nie geklappt. Ne? Also irgendwo einer, der verpasst das dann immer und also ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ne? Schön, so jetzt haben wir hier auch den Außenbereich, ja, das, guck mal, der hat ja auch außen schon so interessante so Wege angelegt, also so parkähnlich alles, ne? Es ist sehr, sehr, sehr liebevoll macht er das, ja. Mit unglaublichem Arbeitsaufwand, unglaublichem Fleiß und darum auch meine Bewunderung, ne? Dieses erste offizielle, ich stelle mal Spieler von unserem Server vor. Video möge dann dem Bartimäus gewidmet sein und andere Spieler mögen sich bitte davon ein Beispiel nehmen. Ja, das fände ich jedenfalls klasse. Ja, Leute haben ihm auch schon mal seine Bäume abgeholzt. Da hatte der kein Holz mehr, ne? Ist natürlich auch klar, dann regt er sich natürlich auf, unser Zwerg. Ja, und wo geht er hin, wenn er sich aufregt? Ja, wenn der geärgert wird und sich aufregt, wo geht er dann hin? Nicht zu irgendwelchen Spielern, nein, der kommt zu den Admins oder zu den Moderatoren. Und wir, ja, wir müssen uns da mit seinen Muskelarmen befassen, ne? Ey, wenn der sauer ist und zuhaut, dann wächst da kein Gras mehr. Und tut mir das bitte nicht an und ärgert den Bartimäus, weil das kriegen wir dann alles ab, ne? Und wir müssen uns dann was einfallen lassen, was wir da machen. Ich war hier noch nie in diesem hinteren Bereich außen. Das ist jetzt alles oberhalb. Ja, seiner Mine, ne? Da noch so Häuser, also was der noch nebenbei so alles so macht, mal eben so eine riesen Mauer da ziehen und ne? Irre. Ja, finde ich toll, finde ich toll. Schöne Landschaft hier auch, passt auch zu, dieses Schneelandschaft. Wir haben nicht so viel Schnee auf dem Server, nicht so viele Schnee, weil das hatten wir mal ganz, ganz doll, sogar Neuwiesenfels war mal völlig verschneit. Es gab da, glaube ich, mal irgendeinen Zwischenfall, ich weiß nicht, was da passiert ist, also als ich dieses Neuwiesenfelser Tal entdeckt habe, war das wirklich eine schöne Sommergegend. Und dann habe ich mal, ja, halt angefangen zu bauen und dann war ich mal eine Woche lang nicht aktiv. Und ja, kam wieder, war alles verschneit, ne? Und erst dachte ich, das hätte irgendwas mit Jahreszeiten zu tun, aber das ist natürlich absoluter Humbug, ne? Dann haben wir halt geguckt, dass wir den Schnee wieder etwas beseitigen. Und jetzt haben wir das Resultat ist halt, dass wir kaum noch Schnee auf dem Server haben. Hier ist halt eine schöne nordische Gegend, obwohl die tief im, ja, im Südosten liegt. Oder doch im Osten, weiten Osten des Landes. So, hoppla. Ja, Bebauung sehen wir da jetzt vorne. Das ist Arcane. Ja? Das ist unsere Region. Arcane wird gerne verwechselt mit Alcave. Alcave ist aber eine unterirdische Stadt, die mitten im Zentrum liegt. Ne? Also im Zentrum unserer Welt gibt es unterirdisch nochmal darunter eine Stadt und die heißt Alcave. Und dieser Bereich hier oben ist Arcane. Ne? Hier sind ganz neue Spieler. Jetzt deswegen hier sieht es doch jetzt nicht so übermäßig toll aus, ne? Weil es sind da ganz neue Leute hier aufgetaucht. Der hier auch, der ist aufgetaucht und direkt in Urlaub gegangen. Jetzt steht das hier so rum. Werde sie auch gar nicht, ja, müssen wir mal gucken. Da wird sich da schon was einfallen lassen.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen skeptisch, weil hier vorher stand hier so ein schöner Hügel. Der sah eigentlich nett aus hier in der Gegend, aber er hat den irgendwie völlig geplättet. Also ungefähr so ein Hügel wie da drüben. Nur ein bisschen, ja, ist ein bisschen kleiner, so von der Grundfläche. So. Weiterlaufen. Ja, jetzt kommen wir durch Arcane. Hier könnte man vielleicht mal eine Stufe anbringen. Das ist aber hier im Grunde so Bereich von unserem Admin Agun 12, der hier auch so seine Villa hat, ja. Besser nicht reingehen, also ich glaube, das ist nicht so gut. Obwohl, natürlich können wir da auch gerne mal so ein bisschen gucken. Ja. Mir kann ja nichts passieren. Aber so einen kleinen Blick dürfen wir ja ruhig mal wagen in Aguns Reich. Natürlich viele Bücherregale. Das habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Schön, schön mit dem Baum, ein bisschen grün, ja, viel Lightstone, viel Teppich. Ganz schlichter weißer Teppich, was ist denn hier? Au. Oh la la, ein Doppelbett. Oh la la, meine Güte, ein Doppelbett und ein privater Pool. Na, das ist ja wirklich schön. Noch mehr private Pools. Oh ja. Und noch mehr Doppelbetten. Nein, meine Güte. Was ist denn das hier? Rote Suite. Ja, Suite, ah. Ah, schön. Schwarzer Teppich. Wo führt der wohl hin? Schwarzer Teppich. Oh, aha. Ja gut, hier scheint wohl noch ein bisschen alles im Bau zu sein. Aber da wart ja auch mal in Aguns Tempel, ne? Aber werden wir mal sehen. Ja, Wiederaufbau hat begonnen von diesem Haus hier, ja. Gab da einen Zwischenfall, so dass der Spieler bestraft werden musste. Dabei wurde ihm halt, er wurde enteignet. Das Haus wurde zerstört oder, ja, wirklich nicht ganz zerstört, aber jedenfalls sehr stark beschädigt. Das ist halt eine relativ milde Strafe, sag ich mal, die wir da ausgesprochen haben. Weil er jetzt ja natürlich auch wieder viel Spaß haben würde, die ganze Hütte wieder aufzubauen. So, und hier in dem Bereich ja, hier ist, wie gesagt, viele Frischlinge noch. Da hinten ist noch was relativ Schönes, das gehe ich mir auch mal eben angucken. Was haben wir denn hier? Ja, so ein moderner, das passt eigentlich ganz gut hier, so moderner, so Bungalow-mäßig. Nicht schlecht. Aber wir gehen auch gar nicht jetzt rein. Ich weiß gar nicht, wer hier jetzt wohnt. Es steht auch gerade gar kein Schild dran. Ich könnte mal eben nachgucken. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Da kann man lieber nochmal so richtig. Was ist das denn hier? Kinder vom Feuer fernhalten. Ist ja gar kein Feuer. Mache ich jetzt auch gar nicht an, weil nicht, dass hier was abbrennt. Nee, das geht eigentlich nicht. Ne? Ist ja alles. Alles sicher. Ne? Das kannst du nicht, sonst können wir sonst nicht machen. Wir hier mit Feuer und TNT arbeiten. Das funktioniert. Das geht leider nicht. Weil es gäbe dann wahrscheinlich zu viele Tränen. Mein Gott, was ist denn das da drüben? Oh. Ich weiß, wer da baut. Ich weiß, wer da baut. Meine Güte. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Raumschiff, ne? Ich weiß jetzt überhaupt nicht, sollen die Türme wohl noch verbunden werden nach unten oder sollen diese schwebend bleiben? Ich finde das natürlich, sieht das völlig spacig aus irgendwie, ne? Das haben wir ja noch gar nicht so gesehen hier. Wir haben zwar auch so Flying Islands, aber sowas. Ich war jetzt hier auch länger nicht gucken, ne? Und bin jetzt natürlich wirklich sehr überrascht, was hier entstanden ist. Es handelt sich hier auch schon für die Spieler um ein Zweitgelände. Mal sehen, was wir uns schreiben. Ja, genau. Wir bauen Katzenpaar Sie und Luminary. Ja, und die haben sich zusammengetan fürs Projekt. Das ist ganz klar, solche Großprojekte kannst du ja kaum alleine so bewerkstelligen. Und das ist schon sehr beachtlich. Also sehr schön. Ich bin jetzt ganz überwältigt, ja, weil ich mich jetzt ja auch selber erstmal das erste Mal hier so umsehe. Ja. Okay, es ist vielleicht drinnen noch ein bisschen trist, weil.
Obwohl hier haben sie schön das mit den Baumstämmen so dazwischen drin, ne? Das ist ein bisschen so eine Auflockerung. Ja, aber da hinten sowas mit dem Baum, sowas müsste man vielleicht hier dann noch öfters hinbauen. Aber ich will ja jetzt gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie weit die jetzt hier sind. Und also das will ich jetzt nicht hier runter meckern. Oh, das ist ja geil. Das ist ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also an alle Kinder, die hier zugesehen haben. Das war ein ganz böses Wort. So, das ist aber jetzt wirklich sehr schön. Das erinnert mich ja total an so diverse Tomb Raider Level, ja? Ihr kennt das, Tomb Raider, kennt ihr bestimmt, ne? Und da auch immer spektakuläre Level hier mit solchen Sachen, das ist auch irgendwie mit so Türmen, wo man dann immer dann den Weg finden muss und keine Ahnung. Wirklich spektakulär, also sowas gefällt mir. Das hat was irgendwie mit, ja, das hat irgendwie, hat einfach was, sagen wir mal so, ne? Aber liebe Leute, ich weiß überhaupt nicht, jetzt könnte ich ja stundenlang weiterdrehen, ne? Wir haben angefangen in Bartimäus Zwergenstadt. Ich glaube, die war so überwältigend, das müsst ihr noch verarbeiten, ja? Ich möchte ja jetzt hier nicht, dass ihr Nervenzusammenbrüche erleidet und irgendwelche Sachen nicht verkraftet, ja? Und deswegen, jetzt sind wir weitergelaufen durch Arcane und haben, was weiß ich, uns hier noch von Katzenpasi und Luminary diese Burg angeguckt. Ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge, machen wir das mal so ein bisschen weiter. Ob hier oder woanders. Dann mal sehen, wann ich mal wieder einschalte. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen um meine moderativen Tätigkeiten kümmern und Aufgaben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr findet alles über unseren Server auf minenarbeit.de/server oder server.minenarbeit.de. Nein, Quatsch, Forum. Ach, ich schreibe das jetzt einfach ins Video. Das hat sonst überhaupt keinen Sinn. Ihr findet das schon raus. Wenn ihr auf minenarbeit.de geht, dann findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ja. Sogar die Zwergenstimme. Ja. Also gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir uns wiedersehen. Mit diesem schönen Blick in die Landschaft verabschiede ich mich für diesmal. Auf Wiedersehen.